Gossau Gospel Choir strahlt Lebensfreude aus. Die Sängerinnen und Sänger sind erfolgreich unterwegs. Nebst Auftritten in der Schweiz sind sie schon zu Dubai, zu England, zu Spanien und zu Ungarn auf der Bühne gestanden. Mit der Musik aus ihrem Herz versuchen sie, sich in die Herzen der Zuhörer zu singen. Die Sängerinnen und Sänger sind auch immer wieder offen für Neues und probieren Ungewohntes aus. Wie beispielsweise singen auf dem weichen, elastischen Untergrund oder im Luftkissen schon ein Keyboard. Ich komme jetzt ganz hoch hoch, ich kann jetzt hohe C singen. Nein, Witz beiseite. Es ist einfach angenehm jetzt wirklich und ich erlebe es wirklich positiv und gut. Stehen und singen auf dem weichen Boden war für die meisten gewöhnungsbedürftig. Am Anfang hatten einige Schwierigkeiten. Es hat ein bisschen wie ein Wadenkampf gegeben. Also Kampf ist ein bisschen viel. Man hat wirklich gemerkt, dass die Innenmuskulatur arbeitet. Am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe. Ist es ungewohnt? Es ist nicht eine gewohnte Situation. Es ist ein anderes Dastehen. Ja, ich habe mich etwas mehr konzentriert auf die Füße als auf das, was ich dann gesungen habe. Es war wahnsinnig streng für mich, um auf denen zu stehen und zu singen. Also ich musste immer wieder zwischen ihnen müssen auf den Haarboden stehen. Ich hatte wirklich am nächsten Tag auch Muskelkater in den Waden. Also ich habe es extrem gemerkt. Der Anfang war schwer und hat Leben in die fröhliche Truppe gebracht. Man hat dann immer gelacht, einer ist wieder auf der Matte Hinderkeit oder Führigkeit oder so. Und sie haben sich dann auch zu viel bewegt oder wollen zu viel wollen. Dabei muss man gar nicht viel machen, man bewegt sich automatisch. Oder? Also ja, es ist lustig geworden. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind mit genug Training bei mehr oder weniger allen Sängerinnen und Sängern verflogen. Jetzt ist es wirklich ganz angenehm, auf dem Boden auch zu singen. Man schwingt eh ein bisschen hin und her und es ist wirklich sehr angenehm. Ich fühle mich jetzt wirklich wohl. Ich kann problemlos den ganzen Tag in den Schuhen stehen. Also wenn wir anfangen, irgendwann im Träumen parat zu sein zum Beispiel und dann das Konzert um 7 Uhr anfängt oder so, da spüre ich nichts. Also ich habe weder Beschwerden im Rücken noch in den Knien, also sonst irgendwie auch keine brennenden Füße. Das sind also wirklich Welten zwischen Tag und Nacht. Ja. Der Körper ist eigentlich permanent aktiv. Man kann nicht irgendwie einfach mal abstehen und irgendwie so passiv da sein. Man ist wirklich den ganzen Tag aktiv. Ja. Ich habe das Gefühl, dass einfach allgemein ein bisschen lockert. Einfach dadurch, dass man wirklich schön weich steht, nimmt man auch automatisch eine andere Haltung ein. Und dass man sich gar nicht verkrampfen kann. Gerade bei den Konzerten merke ich, dass mir die Füße nachher viel weniger wehtun. Wenn ich wirklich einfach halt den weichen Boden habe und nicht nur im harten Schuh stehe. Wenn man auf dieser Matte ist, ist man immer in Bewegung. Die Automatismen laufen von mir selber. Und das hat für gewisse Leute, die so ein bisschen statisch sind, ein bisschen steif sind, ist das wahnsinnig gut gewesen.